So, und da sind wir auch schon kurz vor Rennstart in Singapur. Nach dem Quali hier, weich hat hart, wird sich aber nicht ganz, glaube ich, nicht ganz ausgehen. Da werden wir eher noch einen Weichen zusätzlich bringen müssen, was ich mich erinnern kann. Neunter haben wir den Startplatz. Hamilton vor Herr Hülkenberg hier im Sauber. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Sutil Fünfter, vielleicht hat zum Schluss die letzten paar Minuten doch aufgehört zum Regnen und ich habe es nicht mitbekommen, obwohl wieder 100% Regen eigentlich gestanden ist, aber okay. Da Alles müssen wir bereit. durch. Da muss man sich jetzt doch im Quali doch ein bisschen genauer vielleicht anschauen, aber jetzt Hülkenberg jetzt einmal mit der Chance hier vorne von P2 weg, gute Punkte zumindest dann mitzunehmen. Das war normal, genau, der Letzte, oder was? Letzte Reihe. Hast du wieder gesehen? Irgendwie haben sie das ein bisschen zu hell hier eingestellt, sehe ich gerade. Mit meinem weißen Auto noch zusätzlich. So, los geht's. Wollen wir gleich einmal außen hier unser Glück. Uiuiui. Vettel, Webber. Webber drängt da gleich einmal Kimi. Ja, und Webber ist da schon Zweiter, oder wie? Na, ist klar, ne? Mein Rivale ist wieder aggressiv und schnell zugleich. So hinter mir auf der 7. Die schnelle links hier, jawohl. Schauen wir da Kimi nachkommen. Verkehrs rein hier. Den Körper weggenommen. Haben wir schon mit dem Ferrari Grand Prix gesehen im Coop. Was wieder eine sinnvolle Aktion. Auch hinten die Schnelle eigentlich. Ist auch sinnvoll, dass die weggenommen haben. Die Schikane, die S da. Dann nur eine Schnelle links gemacht haben. Da muss man eh gleich dann für die andere S quasi bremsen. Die war wirklich irgendwie unnötig. Ich zeige euch noch einmal dann gleich. Die Kollegen sind aber hier nicht so langsam unterwegs. Ja, ich habe wieder ein bisschen kürzer übersetzt. Nochmal ein bisschen nachgeschrauft. Ja, Kimi kommt nicht ganz mit seinem Lotus. Aber wir sind zumindest hier in der DRS-Zone, glaube ich, drin. Danach schaut sieht er wieder ein bisschen schneller hier, wie es ausschaut, dass wir ein bisschen reinkommen. Alonso kommt nicht ganz mit. Die Anbremsphase, glaube ich, gehört auch uns hier noch. Jawohl. So, die, was jetzt kommt, da geht es jetzt schnell, jetzt in dem Fall schnell nach links. Und da war ja vorher die komische S-Schikane, so eine leichte. Was ich mich erinnern kann, vorher ja jeder auch gut funktioniert, so weit und jeder war zufrieden. Ja. Okay, so. Dann verzeiht mir ganz kurz Session Zwischenspeicherstand. Was? Ja. Das werde ich brauchen, weil ich werde jetzt den ganzen Fabrik aber nicht jetzt auf einmal fahren können, leider. Schau mal, wie weit ich komme, dann muss ich leider kurz zwischenspeichern. Das macht ja nichts, das werdet ihr nicht wirklich hinkriegen. Da mache ich dann einen Cut beim Bearbeiten. Aber das nur am Rande.
leicht am Körper gekommen. Aber wir kommen hier relativ gut mit. Auf der 5, Weber 2. Hülkenberg 1. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, jetzt kommt der. Jetzt bin ich gespannt, ob er auch noch immer vorne bleiben kann. Ah, das ist nicht noch reingezogen beim Körb. Der ist fast übersehen. Ich will zumindest ein bisschen dranbleiben, ja. Mal unser kommt auch schon daher. Ein bisschen schneller sind wir da jetzt, da müssen wir aufpassen. Jawohl, da sind wir wieder schön reingekommen. Ah, was ist da los? Wieder alle langsam, da ist wieder irgendwas gewesen. Weitere Buller vorne, sehr schön. Da ist die Gefahr des Flügels. Da wollte mich auch schon fast Alonso überholen, so schnell kann das da gehen, ja. Der Reifen da ein bisschen abbaut. Verliert man da auch gern den Flügel, das muss ich mir merken, bei der Kurve. Alonso dann hinter ihm, auch mit einem Petronas. Der andere eh ganz vorne eigentlich. Aber sind ja alle relativ gut benannt. Reifen fangen leicht schon an, da muss man aufpassen, jetzt wenn sie dann wirklich anfangen zum Rutschen. Das Auto auch wieder ein bisschen höher gestellt wegen den Randstellen, weil man da eigentlich fast permanent über die Randstellen irgendwie drüber rattert. Doch hinten das Heck nicht ganz so giftig. Wahrscheinlich bin ich nicht so schnell, aber dafür. Ah, da gibt es ja auch DS, das habe ich vorher sich auch irgendwie verschlafen. Gut, aber auf der Straße bringt nicht so viel, aber das Zehntel darf man natürlich nicht herschenken, das ist auch klar. Wenn wir schon nicht angreifen können, müssen wir natürlich schauen, dass wir hier dranbleiben. Ja, mit DS ein bisschen vorne, 100er Bremsen. Da sollte man schon um. Ja, 10 Meter sollten fast reichen. Ja, die lädt hier ein bisschen ein zum schneller fahren, aber da verliert man eben, weil das komische Eck da noch ist. Ah, Alonso, da ist er ein bisschen schneller. Er verleitet es ein bisschen zum Angreifen. Hier. Schaut schon ein bisschen näher aus hier. Auch noch immer weit weg. So, jetzt DRS, also ich vorsichtig mal übersehen. Ja, ja, hier wahrscheinlich, ne? Vettel schnellste Runde. Heute Vettel mal gut unterwegs. Angreifen, da musst du wirklich so top dran sein an dem. So, nächste Runde müsste dann auf Boxenstopp kommen, wie ich mich erinnern kann. Sechste Runde müsste das sein. Solange das so funktioniert, ziehen wir das auch durch wieder. Brauchen wir nichts mit einem doppelten Boxenstopp riskieren. Aber ich glaube. Ah, ich habe mein Setup ein bisschen probiert hier gegenzuwirken. Schauen wir mal, wie der Verbrauch ist jetzt. Ja, vorne die haben auch nicht so die Ding.
Da vorne fahren zwei, da die zwei. Verbrauch dürfte also auch nicht so Bombe sein. Bei Räikkönen anscheinend, weil sonst wäre er da ein bisschen schneller. Aber vor ihm ist, glaube ich, Vettel. Webber müsste vor Vettel sein. Theoretisch. So, da müssen wir, da kann man nichts angreifen. Da muss man echt ein bisschen Piano fahren, eben wegen den Mauern. Aber man sieht, bei denen lassen auch schon die Reifen ein bisschen nach. Aus welchem Grund werden sie sonst hier so langsam? Oder haben sie nur auf Sparflamme geschalten? Fährt jetzt schon einer rein hier? Nein. Ich glaube, 6 ist wirklich erstes bei allen. Ah, der KI ein bisschen schneller hier in der Kurve. So, der ist ja Alonso, bleibt hier dran. Ja, dann hinter ihm. Lass ihn da ein bisschen abreißen. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Ja, super. Alonso kommt dir jede Runde ein Stückchen näher. Ach so. So, boah, vor dem Boxenstopp schon noch ganz eine Sekunde rein. Alonso, Rosberg nur 8er. Dann Grosjean, Button, Sutil, Perez. Ja, ja, Rosberg könnte noch mitkommen mit Alonso eigentlich hier. Grosjean wahrscheinlich wird schon ein bisschen schwerer haben, obwohl sollte eigentlich auch. Und Button, ja. Vor mir rein können. Webber, Vettel vor. Vettel vor Webber, sehr gut. Hülkenberg noch immer Erster und kann nicht hier von Hamilton überholt werden. Ja, das ist hier auf der Strecke anscheinend so. Die können sich auch gegenseitig nicht wirklich überholen. Jetzt einmal gut für Hülkenberg, das wäre natürlich der Wahnsinn. Wenn der mit seinem Sauber hier sogar gewinnen könnte. Da muss aber noch viel passen bei den Boxenstopps und so. Weil einmal könnte er natürlich auch austricksen beim Boxenstopp. Und ich glaube, dann ist vorbei, wenn er vor ihm fährt. In Hamilton vor Hülkenberg ist es definitiv vorbei, weil so alleine, wenn er fährt, ist er sicher schneller. Bin gespannt, was der Hülkenberg für eine Taktik auspackt. Vergesse ich nicht. Ja, vielleicht können wir in der Einfahrt wieder ein bisschen was gut machen bei der Boxeneinfahrt oder so. Aufpassen, dass es nicht dreht oder sonst irgendwas. Also nicht zu aggressiv, aber vielleicht reicht es, weil jetzt sind wir da dran, dass wir da irgendwie in Reihe können vorbeikommen. Herr Webber, unsere Wahl, das wäre auch wichtig, dass wir da eventuell fürs nächste Jahr Red Bull Angebot bekommen. Da holt er schon aus. Ja, jetzt kann ich nichts gut machen. Ach du Scheiße. Ja, Freunde, das geht natürlich gar nicht. Steigt er davon selber auf die Bremse? Naja. Gut, wissen wir das auch. Ja, aber dass er noch. Naja, egal. Den merkt man sich. So, die Ding drauf. Da fährt der Hülkenberg, oder wie? Das war doch jetzt sauber. Na ja, gut, so weit war er jetzt nicht weg, muss man auch sagen. Jetzt haben wir eine Runde fahren, aber mal schauen, wer welche Reifen drauf hat. Okay, da vorne mal alle weiß. Alonso auch. Okay, passt. Mehr brauchen wir eigentlich nicht wissen. Alle mal so weit auf derselben Taktik. Schauen wir, wie schnell die Jungs hier sind. Ja gut, die Ausfahrt war jetzt okay, sag ich mal. Da hat es nicht wirklich viel gegeben. So, uns hat auch wieder mit Problemen hinten. Speed. Schau, wie schnell die Jungs hier sind. Oh, ja, kalte Reifen und hart. Weiß ist er wieder, genau, das ist ja, sind ja zwei Sprünge, der gelbe ist ja übersprungen, das heißt, der ist ein bisschen noch härter. Ich will aufpassen, vor allem hier in der schnellen, so Temperatur haben wir aber drin, haben wir gesagt, genau. Sektor 3 hat sich eingebaut, gelbe Flaggen. Aber ist jetzt ganz geil, der Grand Prix, hier werden wir, wenn es richtig passt mit der KI.
Schaut das ganze Chaos sehr schön. Mal schauen, wenn hier, jetzt war ja Vettel drin, wenn hier Webber draußen bleibt, da war ja unser nächster Ding, der war vor Vettel gleich. Vielleicht verliert er ja in der Runde jetzt da gegen uns. Ja, obwohl mit dem weißen Reifen werden wir es nicht so viel gut machen wahrscheinlich. Hülkenberg mit seinem weißen, ja, der ist auch nicht so schnell unterwegs. Der war aber jetzt vorher drin, das ist eigentlich gut für ihn. Jetzt bin ich gespannt, wo da die anderen jetzt rauskommen. Das könnte jetzt relativ eng werden. Hamilton und so auch. Oh, da kommt Grosjean. Oh, und da vorne ist... Ah, Grosjean aber hinter Alonso wieder. Jawohl, und vorne Webber. Weiß ich nicht, ob der jetzt vor oder hinter Vettel ist. Beziehungsweise, wo ist Hamilton? Ach, der ist verschlafen, ich lasse das schauen. Ich muss versuchen, hier die gleiche Kreisstrategie zu fahren. Ich kann nicht einen mehr bringen, Boxenstopp. Ich muss da durchkommen, so wie die. Wird mit Sicherheit eng. Oh! Wir haben Körb gefangen und dafür bin ich schon wieder in der Nähe von Alonso. Kann ich wieder was gut machen? Jawohl, das war gar nicht so schlecht. Schluss würde ich noch einmal kurz Kehrs brauchen, aber das Viertel habe ich leider nicht. Vielleicht spare ich mal nach der ersten Schikane. Na, keiner kann irgendwie den anderen überholen, außer in der Boxenstopp-Phase, so wie es ausschaut. Sind echt auch nicht ganz so leicht hier in Singapur. Ja, hier mal auf keinen Fall irgendwo, weil er nicht eklatant irgendwie schneller ist. Ah, zu spät eingelegt. Scheiße. Oh, jetzt kommt Alonso. Oh, Alonso, den habe ich verschlafen. Oh, das habe ich gerade noch geschafft. Ja, das wäre jetzt ein hergeschenkter Platz gewesen. Schon wieder auf, ja. Ah, solchen DS, scheiße. So, nach der Boxenstopp-Phase schauen wir mal kurz rein. Hamilton, oh ja, vor Hülkenberg. Oh, das hat er verschlafen, das hat Hamilton irgendwie eiskalt ausgenützt. War er früher, war er länger drin, auf jeden Fall war er der Runde auf jeden Fall viel schneller wie Hülkenberg, es ist er Nummer 2 da. Aber noch immer mit Chancen aufs Podium auf jeden Fall, aber Vettel wird ihm jetzt im Genick sitzen. Dann Webber auf der 4, 5 der Räikkönen, ja ich auf der 6. War ich nicht 5 da? Ganz verschlafen. Alle auf Hart, Alonso, Grosjean, Rosberg, Button, Perez. Massen auf der 12, auch nicht so gut. Aber von 14 kommen und hier wissen wir ja nicht so gut. Grosjean von 15 kommen. Ja, das ist auch ein sehr schönes Ergebnis. So, haben wir jetzt das Feeling schon langsam mit den weißen Reifen. Sollte halbwegs passen. Sieht schon von der Zeit aus. Vielleicht schaue ich mich zum nächsten Boxenstopp, aber ins Ziel werde ich es heute nicht schaffen. Also heute. Aber ich merke das eh nicht. Jetzt. Ich weiß natürlich heute schon zu Ende, aber jetzt geht es zeitmäßig nicht ganz aus. Da muss ich halt aber hin. Aber wie gesagt schon, das kriegt ihr gar nicht mit. Das machen wir zwischenspeichern. Dann sollten wir da eigentlich da weiterfahren, wo wir gespeichert haben. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass es die Funktion eigentlich gibt hier. Das haben sie eh ganz gut eingeführt. Ich weiß nicht, ob das jetzt erst oder eh schon vorher oder so war. Zwischenspeichern, aber das ist eine sehr sinnvolle Aktion. Im Speziellen, wenn man vielleicht sogar ein 100% Rennen nicht ganz schafft und fahren trotzdem will, unbedingt und nicht immer die Zeit fürs Komplette hat. Oder vielleicht auch die Kondition, was weiß man. Ist auch nicht so, ne? Dann ist es schon eine sehr gute Erfindung. Ob es
jetzt hier? Jetzt kommen wir da sogar ran, oder wie? Aber jetzt haben wir keinen Kers mehr, das muss nicht allzu viel bringen. Hier müssen wir innen auch, wenn man ein bisschen den Körb mitnimmt. Hamilton ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ja, Hamilton ganz vorneweg mit der schnellsten. Hat aber auch die Harten drauf, was wir gesehen haben, weil sie alle drauf haben. Ja, da kommen wir definitiv nicht mit, mit Hamilton, der ist zu schnell. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. So, die volle Drehzahl nutzt er. Ich probiere jetzt mal den vollen Kers. Ah, da fährt er auch voll raus. Ja, okay. Wenn er selber DRS und alles hat. Uiuiuiui. Keine Chance. Ja, das ist das Problem, weil er jetzt genau hinter dem Red Bull fährt. Hier, hinter Webber. Deswegen bekommt er DRS und... Da ist unter... Ehrlich sinnlos. Uiuiuiui. Alonso? Alonso ist weg. Hä? Wo ist Alonso? Bin ich denn irgendwo? Nein. Nö, hab ich mitbekommen. Wo ist Alonso hin? Was hat er nur. Was hat er nur Grosch. Nein? Der ist weg? Was ist. Wo ist Alonso? Ausgeschieden? Hä? Alonso ist ausgeschieden. Wieso das denn? Warte mal ganz kurz. Welche Runde ist das? Muss ich mal gleich notieren. Wo steht denn das eigentlich? Steht das nicht irgendwo, die Runde? Runden anzeigen. Wir sind in der 9. Muss ich mal gleich aufschreiben, dass ich mir den Replay das anschaue, ob man das im Spiegel vielleicht irgendwo sieht. 9. Runde. Alonso. Fragezeichen. Ob ich da oder ob er da irgendwo langsam geworden ist. Vielleicht sieht man das im Rückspiegel irgendwo. Auf einmal ist er weg. Ja, schade. Auf seine Punkte und WM und überhaupt. Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Ja, damit ist nicht irgendwo in die Mauer oder was. Das hätte man doch gehört oder mitbekommen irgendwo. Also das war ja nicht wirklich was. Man wollte aber irgendwo überholen und... Nein, das ist... Da hat man ja auch die Pfeile, also... Ich vermute jetzt mal irgendeinen technischen Defekt. Sonst Überrundung oder irgendwas war ja auch nichts. Fällt einfach so aus. Ja, der Ausfallgrund wäre auch oft ein bisschen interessant, wenn sie den bringen würden. Hamilton klatscht der eine schnellen nach der anderen, da sind wir ja meilenweit entfernt, das ist immer ein bisschen ein Rätsel. Falls die Red Bull hier nicht so schnell sind und Hamilton zieht da davon. Naja. Sind wir da im Lotus Sandwich? Ja, das ganze Kerst brauchen wir nicht raushauen, weil er hat RTS, das bringt überhaupt nichts. Der Handbremspunkt ist hier natürlich geil. Wenn wir hier dran sind, kommen wir auf jeden Fall vorbei an der KI. Aber solange hier hinter Webber fährt, ist das unmöglich leider. Das ist natürlich jetzt für uns ein bisschen eine blöde Situation. Wir sind hier dran. Gleich schnell sind wir mindestens auch viel schneller, traue ich mir jetzt nicht zu sagen. Dass wir sind, glaube ich gar nicht. Aber es ist Webber so langsam im Red Bull. Ja, Vettel zieht auf jeden Fall weg. Ja, auch nicht so viel. Sind auch keine 2 Sekunden von Hamilton. Na gut, ist halt so. Unsere Chance lebt auf jeden Fall so 11 von 31. Vielleicht komme ich jetzt bis zur 20. ungefähr, bis zum, so grob, wenn überhaupt, bis zum Speichern. Das müssen wir dann kurz und knackig machen. Wenn an der Tür gesperrt wird, werde ich dann das kurz und schmerzlos machen. So. Wieder Hamilton hier. Sensationell. So, mit DS bleiben wir wenigstens schön dran. Aber Rosberg von hinten auch nicht wirklich eine Chance, dass er hier weiter näher rankommt.
Dann muss er doch einen ähnlichen Speed wie Hamilton haben, das gibt's ja nicht. Und der kann da nicht irgendwie, nicht einmal dran hier an Grosjean, das war auch ein Rätsel. So, und jetzt haben wir das ewige Problem hier. Ja, ich spare mir das Kers, weil es ist sinnlos. Er hat hier vorne immer das Kers rein können. Versucht die Lücke zu schließen. Genau deswegen kommen wir nicht vorbei. So, schauen wir mal, kontrollmäßig Runde 18. Das ist aber heavy. Das ist heavy. Eieieiei, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Weg, der stört ein bisschen. Dann fahren wir jetzt einfach denen hinterher und fertig. Solange die keine Fehler machen, haben wir eh nicht wirklich viele Optionen hier. Ja, hier da, in einer anderen Schikane kommt er sogar nur ran. Zu nah ist natürlich auch nicht gut. Im Endeffekt nur im Reifen auch. Du befindest dich weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Nutz zum Überholen näher her. Räikkönen wird wohl innerhalb der nächsten vier Runden zum Reifen wegbekommen. Vier Runden? Ja, das wird sich wohl ausgehen, ja. Du verlierst etwas Zeit auf Grosjean. Ja, aber vier Runden glaube ich gar nicht. Fünf normal. Grosjean hinter mir, Gott sei Dank auch nicht hier dran, dass er mich hier überholen könnte oder angreifen könnte. Räikkönen ist der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurecht. Ja, ja, mach mal. Kein Problem, Ingenieur. Ja, ein bisschen. Ah ja, wenn man hier wirklich gut am Limit ist und es würde sich theoretisch ausgehen, aber innen am Curb kommt, dann fliegt ja auch der Flügel. Ja genau, das könnte auch hin und wieder das Problem gewesen sein. In früheren Grand Prix. Dann spare ich mal ein bisschen Kers auf, aber es ist auch zu wenig, das bringt nichts. Wo könnte man das noch theoretisch einsetzen? Das komplette hier auf der Geraden hinten raushauen? Das einfach mal irgendwo das Kers, aber da muss man dann wieder dranbleiben auch. Das ist das Nächste. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Hier sind sie zu schnell. Kann man so das Kers auch für die hintere Gerade. Ganz bisschen rein. Dann können wir da wieder ein bisschen ranbremsen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. Ja, P6 haben wir. Aber ich hab doch P5 gehabt, oder nach dem Start, oder nicht? Hinter mal volle Drehzahl, da muss aufpassen, mal schauen. So, und jetzt werden wir es hier mal rausprobieren. Und das komplette, ja, oh ja, da haben wir jetzt drauf, aber so, er ist auch zu wenig. Ah, scheiße, geht sich nicht aus. Auch wenn wir das komplette aufgeladen hätten. Das ist leider sinnlos. Mit hier DRS,
dann jetzt der in dem Fall jetzt auch wieder. Wird auch nicht wirklich viel bringen. Das ist witzig, wir sehen. Na ja, gut, die ganze Runde, ich weiß nicht, ob wir wirklich schneller sind, glaube ich gar nicht. Nein, wir sind ja alle relativ gleich schnell, muss man sagen. Das passt schon. Räikkönens Rundenzeiten sind etwas schneller als deine. Auch deswegen haben wir natürlich keine Chance zu überholen. Wenn wir viel schneller wären, würde es vielleicht schon ein bisschen anders ausschauen. Ja, und Webber fährt da einfach vorne und kommt da nicht ein bisschen weg, dass er aus der DS-Zone draußen ist. Nach unseren neuesten Zahlen kommt Räikkönen in 3 Runden an die Box. Räikkönen in 3 Runden an die Box. So, ein bisschen die Reifen gleich beobachten, kurz vor der Boxenstoppphase. Ja, ich glaube, meine Maßnahme gegen den Reifenverbrauch hat sich doch ein bisschen ausgewirkt. Schaut gar nicht so schlecht aus. Schauen, dass wir über Runden kommen. Vielleicht schaffen wir jetzt irgendwie. Ne, ich kann eine Runde vor reinfahren, kann ich in dem Fall auch nicht hier, weil das geht auf gar keinen Fall. Aber das wäre eine Chance, hier an Räikkönen vorbeizukommen. Aber dann müsste man mit den anderen Weißen noch eine Runde zusätzlich. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Ihr wisst schon, wie viele Runden jetzt auf die Weißen drauf kommen. 6 auf 18 wären eigentlich 12 Runden. Und dann 18. Achso, und dann fahren wir eh schon 13 Runden, die letzte Partie quasi. Auf 31. Ja klar. Gut, diese Option bleibt auch einmal in der Box. Geht nicht. Oh, Gott, auf einmal das Heck hier, obwohl ich mitten auf der Straße bin. Die einzige Möglichkeit, hier was hier zu machen. Aber auch natürlich, dass wir hier verlieren gegen Grosjean, wäre auch eine Möglichkeit, aber wir sind doch in der Einfahrt auf jeden Fall mal schneller. Warum kann ich jetzt auch nicht in der Einfahrt, das ist auch ein bisschen unrealistisch. Also versuche ich irgendwie außen und so, wenn er langsam ist und dann... Das geht nicht. Da war er ein bisschen zu schnell und... Da müssen wir jetzt ein bisschen langsam fahren. Aha, Benzinsparmodus, das ist vielleicht unsere Chance. Ja, da können wir jetzt nicht mehr. Ah, es geht nicht mehr so aggressiv, die letzten zwei Runden hier vor allem. Aber man sieht, sie kämpfen auch ein bisschen, man rutscht zwar jetzt nicht wirklich, aber er ist langsamer auch. Aufpassen. Jetzt habe ich hinten schon ein bisschen rausgenommen, den Verbrauch. Ja, geht hier anscheinend doch noch immer sehr auf die Hinterreifen. Ja, noch zwei Runden. Ja, ich muss ja wohl ein bisschen zum Cutten. Aber das passt schon. Ja, Grosjean hinten dann rausberg, sehen wir zwar, aber so wirklich viel schneller ist er auch nicht. Vielleicht kommt er leise näher. So hier, ja nein, das geht leider nicht. Das geht einfach, auch der Williams wahrscheinlich an sich jetzt nicht so viel Power, Traktion raus. Wenn wir hinter, mit einem Red Bull hier hinten dran wären, würde es vielleicht wieder anders ausschauen, obwohl er, wenn der DRS hat, trotzdem schwer sein wird.
rüber. Jetzt sind wir da ein bisschen näher dran. Nächste Runde müssen wir es nochmal probieren hier. Wäre das auch noch jetzt einmal nicht so gut rausgekommen, vielleicht haben wir eine Chance zu überholen. Mit vollen Kehrs. Wo ist eigentlich Hüttenberg genau? Wieso ist denn der eigentlich so schnell? Warum ist der, kommt der Weber nicht ran? Der war doch hinter ihm genau. Wo ist er da vorne jetzt eh schon? Oh, wow, wow. Da vorne ist glaube ich eh Hüttenberg, genau. Ja, Boxenstopp diese Runde. Du verlierst ein wenig Zeit auf das Auto hinter dir. Push weiter. Scheiße, wieder da nach außen gekommen. Ich wollte hinten dann eigentlich das Kehrs einsetzen. So ein bisschen. Nicht zu viel verlieren. Ja, Boxenstopp, jetzt sind die anderen auch eventuell reinkommen. Ja, komm hinten, das gibt's ja nicht. Ich bin jetzt noch hinten verlierer. Dann auch so schnell sind, machen wir das so mit dem Boxenstopp, das passt schon, da brauchen wir nicht zusätzlich. So, und raus. Oh, das ist einer zu überrunden, da vorne, der fährt schon ganz links hier. Das könnte noch ein bisschen Würze reinbringen, aber das ist natürlich jetzt auch doof, wenn man das aus... Oh, weh, und Weber zu doof wieder zum Überrunden. Das heißt doch hier aufpassen, Geht er hier, fährt er eh schon vorbei bei ihm und dann geht er noch vom Gas. Es ist schon einiges besser wie in den Anfangs Grand Prix und das Heck. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Gottes Willen. Weber bleibt jetzt draußen. Auch Grosjean. Komm her, oh, ist wieder hier. Aber Gott sei Dank ist der Flügel kaputt, aber so langsam wie der fährt. Und hinten Rosberg fährt auch rein. Weber, Vettel raus. Ich hoffe, es geht sich jetzt nochmal aus. Bevor ich hier speichere, aber gut, das ist eh egal, das bekommt ihr eh nicht mit. Nein! Hat jetzt Grosjean durchgelassen! Ja, leck mich am Arsch, oder war das bei können? Ach, da meine Güte. War schon noch rein können? Ach, kommt da immer einer? Ist doch rein können? Also, Rosberg vorbei an Grosjean gekommen. Wo ist Grosjean hin? Tja, jetzt die Runde. Komm rein können, wir müssen hier Weber schauen. Ja, die Runde schaffen wir aber hier gegen Weber, wenn er draußen bleibt. Den schaffen wir. Weber schaffen wir hier, da haben wir keine Chance mit seinen Reifen, mit seinen alten. Ja, da muss natürlich Red Bull einmal Vettel und einmal Weber. Aber wenn hier Vettel theoretisch hier im Niemandsland vorne gefahren wäre, hätten sie können Weber aufgrund der taktischen Ansicht hier gegen uns eine Runde früher reinholen, aber so weit geht das Spiel natürlich auch nicht, keine Frage. Aber komm, ich und Kimi. Gegen Weber, meinen Rivalen. Den müssen wir jetzt schlagen in der Runde. Das ist jetzt ganz wichtig, sonst ist die Chance vorbei. Aber das müsste ich ausgehen, weil hier keine Runde da ist. Nachdem davor der erste Kette ihm schon war, kann sein, dass Weber auf noch einen überrundeten eventuell sogar aufläuft. Das könnte ihm noch ein bisschen Zeit zusätzlich noch kosten.
Ja, Fett brauche ich nicht drehen, weil ich bin eh hinter Kimi, also das bringt natürlich wirklich viel. Ach, jetzt habe ich den Abstand, scheiße. Wo ist er? Ah, da kommt er raus, glaube ich. Oh, das ist zu wenig. Oder ist das Vettel? Nein. Ja, das war Weber. Das war genau das war Weber. Jawohl, und wir sind Fünfter. Und Weber hat zwei Plätze verloren. Und sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir nicht der ist. Was noch gut ist, Räikkönen fährt jetzt glaube ich alleine. Den können wir vielleicht versuchen jetzt dann anzugreifen, endlich mit der DS. Komm, was los ist einmal. Kein Krieg mehr. Der wird gleich auch überholt. Hey, Bianchi, sehr schön, da fahren wir gleich durch. Hinten Rosberg schlägt auch auf. Weber, jetzt wird es nochmal interessant hier. In der letzten Phase, aber jetzt ist kein Stopp mehr. Am Schluss wird es ein bisschen rutschig, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt heißt es dranbleiben Räikkönen. Räikkönen könnten wir überholen. In der späten DS-Zone dann hinten. Weil jetzt hat er nämlich selber kein DS mehr. Das ist natürlich geil. Selber kann er die K nicht überholen, weil sie zu blöd sind. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Benzinsparmodus, sehr schön, danke für die. Ja, die Info wissen es, dass er im Benzinsparmodus fährt, aber sonst kriege ich keine Infos. So, jetzt frische Reifen, alles. Den Platz könnte man sich auch noch holen. Da werden wir dann gleich einmal auf Fett gehen. Oh, der ist. Vettel ist gerade in die schnellste Rennrunde gefahren. Jetzt wäre mal Vettel die schnellste Runde. Sind wir auch wieder meilenweit entfernt. So, jetzt gehen wir gleich mal auf Fettgemisch. Gleich voll. Der ist. Komplettes Kehrs raus. Komm. Du darfst dich nicht länger von ihm aufhalten. Du musst an ihm vorbei. Okay, ist doch nicht ausgegangen. Ich dachte, der bremst noch ein bisschen früher. Gut, das heißt, wir müssen, wenn überhaupt, wirklich ganz dran sein. Noch geht's, aber bald wird es gleich vorbei sein. Da muss ich kurz cutten. Ah, vielleicht auch der Williams, die Power nicht ganz. 10 Runden noch. Aber zu spät ist, kommt das Heck, auch wenn man gute Reifen hat. Das muss man sich merken hier. Die Bremsbalance, ich mir nach vorne gestellt habe. Ach du Scheiße, habe ich auf Fetten? Nein, ich habe auf Fetten. Oh Gott, leckt es mich doch am Arsch. Fuck! Habe ich doch gleich gesehen, wie der Motor ein bisschen warm worden ist. Oh, da immer der Motor warm, wenn man fett ist. Da ist noch plus 1. Ah, damals ganze 5 gesparte. Hat er wieder ein bisschen aufgehalten, das ist sehr gut. Was mit auch die Chance vertan, dass wir irgendwie ihn angreifen könnten beim Überrunden. Und Gott sei Dank DS. Jetzt haben wir wieder so mittelmäßig ausnützen hier. Lass uns da wieder rankommen. Räikkönen ist der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurück. Naja, ist der Nächste, wissen wir. Hier kann das Keck kommen, wenn man dort spät war. Da kann man nicht wirklich so attackieren. Das ist leider. Da muss man ganz genau wissen, wo. Hm.
Ja, trotzdem geiles Rennen. Trotzdem geiles Rennen. Ja, unglaublich, wie das wichtig ist, am Start hier da an so viel wie möglich vorbeizukommen. Ja, ist in echt natürlich auch. Ja, das wir Grosjean da im vorigen Jahr und vor 2 Jahren natürlich immer versucht haben. Wir glauben, dass ein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. So, und da geht's auch schon weiter. Okay, die Zeiten nach dem kurzen Cut. Du kannst mit der Spitze mithalten. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Na, hilf mir da nicht wirklich viel weiter. Auch der Testzone draußen. Da war ich nicht hundertprozentig konzentriert da beim kurzen Abbruch. Gutes Tempo, gutes Tempo. Gut, die Reifen brauchen wir jetzt noch nicht wirklich schauen. Plus 1 haben wir Sprit. Da können wir eine Runde mal einen bringen. Fünfter ist einmal eh nicht so schlecht. Kann schlimmer gehen. Ja, und Weber hinter uns, das ist mal das Wichtigste. Sehen wir ihn, ja, aber dürfen wir sich keinen Fehler erlauben. Das Auto hinter dir hat 1 Sekunde Rückstand. 1 Sekunde. Ja, man muss hier auf der Strecke einfach das Auto höher stellen, dass man da über die Curb schön drüber kommt. Weil man hat im Prinzip fast ja eigentlich in jeder Kurve das Curb, also das muss man eigentlich schon bedenken. Ach, der ist gerade noch drinnen. Wieder ein bisschen fangen. Ah, da kein Day, schade. Ja, da müssen wir nicht angreifen, haben wir gesagt. Jetzt müssen wir ein bisschen ranroppen hier. Ja, hier innen sind wir eh ein bisschen schneller. Noch, weil wenn er dann wirklich nachlässt, glaube ich, schaut es nicht gut aus. Dass ich da noch nicht rausgefahren bin, das wundert mich ehrlich gesagt auch. So, geht da jetzt was? Sie müsste auch wieder ein bisschen mehr Schwung rauskommen. Ah, fett, habe ich vergessen zum Aufdrehen. Aber für so einen Angriff sind wir noch ein bisschen zu weit weg. Laut unseren
Ah, Benzinsparmodus, deswegen kommen wir da ein bisschen näher wieder ran jetzt. Weber auch dran hinten und dann Rosberg. Ah, da kommt das Heck, da sind wir ein bisschen hängen geblieben am Körper oben mit der Unterplatte, Unterbodenplatte. Oh, jetzt so, ja, das komplette Kehrs rausgehauen. Shit. Können wir uns noch anbremsen? Ja, wir werden ja eh leichter auch. Das ist schon mal gut. Körb ja nicht Gas geben. So lange noch wieder drin. Der ist ein bisschen. Ja, hier muss man einfach versuchen, dann ein bisschen. So, jetzt sind wir mal halbwegs dran. Gehen wir mal auf Fett. Und Vollgas. Der ist. Ja, aber er haut auch alles raus, was er hat, glaube ich. Kimi. Keine Chance hier. Ich verstehe, warum die KI selber nicht vorbeikommt an sich. Ach, ich höre da was da hinten. Aufpassen, dass nicht Weber überholt. Der ist ganz wichtig, dass da hinten uns bleibt. Ja, schließt er jetzt Räikkönen auf Grosjean auf, oder wie schaut das aus? Na, Grosjean ist ja da vor uns? Nein. Oder jetzt das Hülkenberg? Dem jetzt schon langsam ein bisschen die Luft ausgeht vielleicht, obwohl Reifensparend ist der ja normalerweise eh unterwegs. Es ist, glaube ich, Hülkenberg. Also wir würden gerade Gutierrez überrunden. Na, scheiße! Ja, jetzt ist für uns wieder vorbei. Räikkönen wird jetzt dann DRS seinerseits für Hülkenberg wieder bekommen. Ja, was für ein Pech haben wir da eigentlich? Gut, wir kommen eh nicht. Es ist ja auch so leider nicht ausgegangen. Aber trotzdem Pech, dass er jetzt genau wieder aufschließt und wahrscheinlich DRS bekommt. Aber es ist nicht so dramatisch. Glaubt man da, man ist gut dran? Hier verliert man wieder ein bisschen. Ja, der ist verschlafen. Nein, es geht nicht. Das ist sinnlos. Das bringt nichts. Eine violette Zeit für mich jetzt im ersten Sektor, aber gut, dass wir da, aufgrund, dass wir alles rausgehauen haben, was wir haben, von Fett, Flügel und Kehrs. Ja, dass man hier irgendwie rankommt. Na ja, gut, da vorne, ja gut, da in der Links geht's eh nicht. Zu spät wieder und dann hier. Nein, da geht's sowieso nicht auch. Hier dran und dann da vorne sich reinbremsen. Boah, das ist. Da wäre es aber auch Harakiri. Ob's da so einfach geht, weiß ich auch nicht. Und bloß eine Runde, das ist mal gut. Ja, aber vielleicht kann Räikkönen Hülkenberg einmal irgendwo attackieren. Vielleicht kommen sie da ein bisschen in Turbulenzen. Aber wird sich wohl nicht ausgehen, weil so viel schneller ist er auch nicht. Aber schauen wir mal auf der Geraden oder so. Und kommt aber dann zum Überrunden. Das ist unsere allerletzte Chance, wenn es da jetzt ums Überrunden geht und irgendwo auf einer guten Stelle. Die Lücke zum Auto vor dir ist kleiner als eine Sekunde.
starte in der DRS-Zone ein Überholmanöver. Ui, 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 ui. Du kommst in jeder Runde näher an Raikkonen ran. Und schon wieder so viel attackiert. Unruhige, obwohl wir das Auto höher haben, aber das, da war da. Da war der Körb höher als unser Unterboden. Noch drei Runden. Schaut ja schon fast aus wie ein echter Grand Prix. Nur ohne Überholmanöver. Und wieder voll raus. Ja, es ist leider nicht mehr drin. Das müssen wir hier zur Kenntnis nehmen und vor Weber versuchen einfach zu bleiben. Und da gibt man schon die erste Warnung für die Reifen. Das heißt, jetzt werden sie auf jeden Fall ein bisschen mehr rutschen. Wenn schon die Warnung kommt. Ich weiß nicht, ob das so flüssig ist, dass das so langsam weniger wird. Ich glaube eher jetzt mit der Anzeige, dass es automatisch ein bisschen weniger ist. Aber wir sind schon relativ leicht mit dem Auto, von dem ist es nicht so dramatisch. So, jetzt heißt es wieder unten aufpassen. Dass wir zumindest nicht gegen Weber verlieren. Gut, der ist ein bisschen weg, das ist gut. Oh! Haha! Ja, ist natürlich scheiße für die, aber gut für mich. Da schupft Hülkenberg und Hülkenberg hat sein Ding weg. Eieieiei. So, schauen wir uns das von außen einmal in aller Ruhe an hier. Ja gut, ich kann jetzt dingmäßig nicht wirklich viel machen, aber die Aktion schauen wir uns an. Ja, genauso beschissen, da fährt er innen langsamer, schnell vorfährt und auf der Geraden alle vorbeilässt. Ja, mehr sehen wir da leider nicht. Und zwar F8 und F7. Hier sieht man noch am meisten. Und Hülkenberg fährt ihn aber auch einfach rein auf der Seite. Okay. Raikkonen fährt ihm vorne rein. Sein Flügel ist aber noch da, Raikkonen. Momentchen, Momentchen. Aha, da haben wir eine Einstellung. Da fährt Raikkonen weiter. Weber schießt daher. Könnte vorbeikommen. Weber könnte vorbeikommen. Ja, und so viel Pech hier für Hülkenberg, das ist ja nicht zu fassen. Und jetzt kommt Weber auch noch vorbei hier an Raikkonen. Vettels Zweiter, wir sind am Podium. Ja, es ist ja sensationell. Nur mit dem Scheiß überrunden. Ja, für uns super, wir haben zwei Plätze gewonnen. Jetzt fahren wir mal ein bisschen und schauen mal. Rosberg ist hinter mir, was? Das kann es aber nicht sein jetzt, oder? Weber ist mir das hinter ihm, das ist schon mal gut. Aber wo ist jetzt Rosberg daherkommen? Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, was? Hier konzentrieren. Ja, Dramatik pur hier. Ja, vielleicht hat der Alonso so ein irgend so ein ähnliches Manöver gehabt. Schaut mir das mal kurz rein. Rosberg, Weber, Raikkonen, Hülkenberg Nummer 8er. Ja, das ist doch bitte ein Pech. Heieiei. Da war er Dritter am Boden, wir haben es noch gesagt. Vettel hat ihn zwar im zweiten Boxenstopp überholt, aber dann super Rennen auf Platz 3.
Ah, ich hätte können, ja, ich hätte können auch zurückspulen. Vielleicht hätte ihm das geholfen. So, jetzt soll ich mich mal da konzentrieren, dass nicht, dass mich der Rosberg noch angreift. Tun wir dann nach dem Rennen nochmal diskutieren. So, ich brauche hier noch ganz normal fahren. Vielleicht kommt keiner zum Überrunden. Ich hab's noch gesagt beim Überrunden. Aber dass es so turbulent zur Sache geht, puh. Ja, Reifen hinten schaut doch nicht gut aus. Herr Rosberg, da kommt man, bekommt er natürlich DS, aber hier kann er nichts machen. Das ist hier, attackieren ist gefährlich mit den abgelutschten Reifen. Was ist, wo ist jetzt wieder Rosberg hin? Was geht denn da? Jetzt ist er da hinten. Ah, das ist wieder so ein Eck, wo er... Ah, da fährt er nicht, da will er überholen versuchen. Vielleicht hat es da auch Alonso irgendwie erwischt. Dann wird er da irgendwie extrem langsam anscheinend. Traut sich da nicht zu fahren, bremst da innen ab und lässt jetzt beide vorbei. Okay. Assetto Corsa, falls das jemand kennt... Oh, wo sind wir da jetzt? Jetzt habe ich... Rechtskurve. Ah, da raus, genau, passt. Ah, Assetto Corsa gibt es auch auf dem Nürburgring innen. Auch so eine ähnliche Stelle. Vielleicht werde ich auch einmal einen Test bringen, Assetto Corsa, falls das keiner kennt. Rennspiele neues, noch in der Pre-Alpha-Phase. Nein, der Beta-Phase, glaube ich. Ja, und drei können da jetzt Vierter. Jetzt haben die, das natürlich eine Runde später gestoppt haben, auf jeden Fall einen Vorteil. Scheißheck hin, das gibt's ja nicht. Ja, ist der Reifen, der ist schon komplett hin. Und da müssen wir noch eine Runde. Hamilton ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Das, ja, jetzt fährt er die schnellste Runde, na klar, mit dem Reifen. Mit kaputten. Oder außer er war einmal drin, dann lass es mir einreden, aber so. So, jetzt geht's in die letzte Runde. So, Räikkönen, weil macht er denselben Fehler? Ich könnte es mir vorstellen. Ja, da bleibt er fast stehen. Es ist unglaublich. Ja, das ist auch extrem blöd eingestellt hier. Puh, jetzt letzte Runde. Jetzt gehen wir mal hier auf Maga. Und da hängt er mal schon im Getriebe. Dass wir da hinten nicht so giftig ansprechen, bleiben wir mal auf Maga. Ja, ist klar, die kreiert keine Probleme. Hier nicht, Freunde. Ja, und Rosberg ist schon wieder hinten. Ja, leider zu überholen sind sie leider zu blöd. Eieieiei.
Verstehe, wie die so viel Grip haben können. Das gibt's ja gar nicht. Das war's. Ja, dann berührt das jetzt innen. Ach so, ja, die KI wird natürlich, wenn man dann auf Kampflinie fährt, eher auf der Dinglinie bleiben und so. Ja, und deswegen unter andere bremst dann ab. Das werden sie wahrscheinlich ein bisschen anders berechnet haben, aber das ist eigentlich ihr Problem. 15 Punkte, sehr schön. Hamilton vor Vettel. Hülkenberg 7. Na, immerhin. Ah, da war ich hinten dran jetzt schon wieder. Was haben wir mit Gutierrez? Der ist aber ausgefallen, oder? Auch ausgefallen. Mit Alonso. 2 Runden Rückstand. Gerade Mark Webber ausgeschieden. Nein, das darf er nicht wahr sein. Auch irgendwo bei Überholen, Überrunden oder sonst irgendwas. Eieieiei. Ja, so kann es gehen. Was ringt direkt da? Achso, da kann man nochmal auf Renndirektor, genau. Aber alle mit derselben Strategie. Rennen neu starten brauchen wir nicht. Zwischenstand laden, was? Möchtest du deine Session zwischen wirklich laden? Nein, eigentlich nicht. Achso, das ist der Speicherstand, deswegen okay, passt. So, da geht's weiter. Wir sind auf 5. Sehr schön. Weber auf der 7, aber ich glaube, das geht nicht um die Punkte, sondern ums Duell an sich, glaube ich, oder? Oder auch um die Punkte, weiß ich jetzt gar nicht. Wie stehen wir da? Ja, Rosberg ist natürlich hart in uns vorne. Wasser, Weber, die sind natürlich alle möglich zum Schlagen. Das sind wir ganz gut. Ja, 5. ist ein Traum. 5. ist ein Traum. Williams hier 4. vor Lotus sogar. Ja, das wäre auch das Optimum. Ja, dann schauen wir gleich mal. Ja, jetzt steigen wir mal aus, genau. Das ist mal das Erste. Jawohl, 3. Platz, sensationell. Und das nur aufgrund der Fehler des Spiels leider. Aber okay, da muss die KI damit rechnen. Theoretisch mal überrunden, ja, hätte es auch können uns erwischen. Theoretisch, so geht es sogar aus. Ein Level aufgestiegen, sehr schön. Und da haben wir gleich 2 Vertragsangebote. Marussia und Caterham. Aber, ja. Danke für die Anfrage, aber brauche ich nicht. Duell. Und alle Sonne in Korea. Ja, muss ich gleich vorankündigen. Eventuell 50%. Korea ist nicht so. Na, schauen wir mal. Geht wenigstens ein bisschen schneller. Japan, Indien. Puh. Ja, so viel haben wir eh nicht mehr. Schon der 14. Grand Prix hier. Schauen wir mal. Korea. Ja. Ja, muss ich mal überlegen. Aber alle anderen auf jeden Fall 50. Emirate, USA, Brasilien. Indien, ja, das wird das letzte Mal, glaube ich, sein. Ich glaube, den haben sie rausgenommen. Japan, Suzuka, ja, auf jeden Fall. Korea müssen wir schauen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's auch schon. Und ja, wir sehen uns demnächst in Korea. Ah, hier, genau, die weißen Reifen mit dem weißen Auto, das kennt man jetzt so eigentlich auch nicht wirklich. Bis jetzt, ja. Ja, nochmal danke und bis bald. Ciao, ciao.